15 Minuten warten auf ein Game für einen Tank. Habe ich wieder richtig Bock drauf. Deathmatch? Ja, das spiele ich auch freiwillig. Eigentlich will ich gar kein Game finden. Deswegen suche ich extra Tank. Die neuen Bilder links unten bei den Helden? Boah, feiere ich gar nicht. Sehen voll gestellt aus. Ich finde, Flex suchen macht komplett Sinn, weil man findet wirklich immer die Rolle, die man auch eigentlich wirklich will. Digga, dass mir die Bots zurückgrüßen, das ist so scheiße. Digga, wen juckt das? Digga, man liebt es, wenn der andere einfach seine Rolle nicht auswählt. Richtig geil, Mann. Dass es für Soldier keine Goldwaffe gibt, aber für Junker Queen schon, kann ich komplett nachvollziehen. Ich meine, warum braucht jeder Held denn eine Goldwaffe? Den General Chat? Den benutze ich wirklich immer. Ich meine, da trifft man die besten Leute und kann viel mit denen schreiben. Ja, erstmal noch eine Mercy. Ich mag's, Mercy zu spielen. Und bin männlich. Ja, den ersten Punkt zu verlieren nach einer Minute, nachdem man erstmal so lange gesucht hat. Perfekt, wirklich. Dass ich keine Karrierenprofile und keine Highlights ansehen kann, stört mich gar nicht. Ich meine, wie soll man was auf dem PC sonst klippen? Ey, Hendrik, hast du vielleicht doch mehr Bock auf Fortnite, Digga? Ja, gerne. Lass Fortnite spielen. Die Overwatch 2 Beta für die PS5? Ja, die hatte ich von Anfang an. Und alles hat geklappt. 15 Minuten warten auf ein Game für einen Tank. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Macht immer mega Spaß. Ich finde, Moira ist wirklich der schwierigste Charakter zum Spielen, den es überhaupt gibt. Ich habe noch nicht einmal überlegt, wieder Overwatch 1 zu spielen, nur weil ich Ranked-süchtig bin. Moira? Ja, die spiele ich definitiv nur, weil sie so gut heilen kann. Pharah in der Beta würde ich immer spielen. Sie macht so viel Spaß und sie lässt den Gegner natürlich auch noch richtig viel Chancen, wenn man eine Pharah Mercy hat. Crazy. Digga, ich wollte auch noch ein bisschen Deathmatch spielen. Scheiße. Oh. Das war gerade definitiv eine gute Ult. Boah, Digga, bei so vielen Helden gar nicht mehr nicht daneben soll. Es gibt so viele neue Helden und bei den Heiler wurde ja so viel geändert. Dass ich mein Level nirgendwo sehe, außer im privaten Spiel, juckt mich eigentlich gar nicht. Weil wofür habe ich nur 5 Jahre meines Lebens vergeudet? I'm a gunny and I can't support. Get it up.